Nach den langen Wintermonaten wird vor allem der Frühling herbeigesehnt. Auch in der Volksschule Manswörth. Hier wurde zum Frühlingsfest von den Kindern eifrig musiziert, gedichtet und gesungen. Hat dieses Frühlingsfest schon Tradition? Das hat mittlerweile Tradition. Wir haben das schon etliche Jahre und ist sehr gut angekommen. Und Sie sehen, der Saal füllt sich und ja, wir freuen uns schon drauf. Was ist denn das Programm? Was werden wir denn heute hören und sehen? Es ist ganz, ganz vielseitig. Sie werden die Bläserklasse hören. Wir haben diese Blechblasinstrumente, die Kinder spielen. Sie werden Gedichte hören. Sie werden englische Theaterstücke sehen. Und auch natürlich viele Lieder werden ebenso gesungen. Die Vorbereitungszeit? Also die Vorbereitungszeit war gar nicht mal so lange. Dadurch, dass ich das ganze Jahr über Musik habe an der Schule, haben wir die Lieder immer schon wieder gesungen. Und jede Woche haben wir eine Stunde Musik. Und jetzt natürlich konzentriert, 2 Wochen vor dem Fest, haben wir uns jeden Tag zusammengesetzt und gesungen. Wichtig sind denn solche Veranstaltungen für die Schüler? Also die Veranstaltungen sind sehr wichtig. Also die Kinder sind natürlich stolz auf ihre Leistungen, die sie erbringen. Und ja, eine gewisse Geduld müssen sie mitbringen. Ja, ein gewisses Überwinden, ein bisschen Angst überwinden, aber es kommt immer wieder wunderschöne Dinge raus. Also mit einer Kooperation mit der Musikschule Schwächert kommen 2 Musiklehrer für 2 Stunden in der Woche, die kommen her und sie unterrichten die Kinder halt mit mir gemeinsam und wir haben Querflöte, Klarinette, Posaune, Trompete, Flügelhorn, Saxophon, ja ein großes Angebot. Wakey, wakey, rise and shine. Finally, the last egg hatched. It was a boy. He was different from the others. You look funny. Yeah, what's wrong with you? You are so small. You are the ugly duckling. We are better than you. Wir sind sicher ganz, ganz sicher eine kreative Schule. Wir haben machen sehr viel mit Musik. Wir werken sehr schon an der Bläserklasse und Kreativität wird sehr groß geschrieben bei uns. Die Besucher heute, das sind hauptsächlich die Eltern der Schüler? Es sind die Eltern, es sind die Großeltern, es sind auch ehemalige Schülerinnen und Schüler, die uns nach wie vor gern besuchen, auch ehemalige Kolleginnen. Also es ist doch schon mittlerweile ein Ereignis geworden in Manswörth.